Liebe Zuseherinnen und Zuseher, ein herzliches Grüß Gott zu einer weiteren Ausgabe des Intercenter Delft Magazins. Der Herbst steht vor der Tür und eine Großveranstaltung bei uns im Haus reiht sich an die andere. Die Oberländer Einkaufsnacht gerade vorbei, sind wir schon wieder in den Startlöchern zu unserem allseits beliebten Oktoberfest am 26. und 27. September 2014. Und wenn Sie noch ganz kurz einen Blick auf meine modische Strickjacke werfen wollen, dieses Mal hat uns einer der größeren Jobpartner ausgestattet. Schuh schön wie du, unser Stiefelkönig natürlich im ersten Obergeschoss, der Experte, wenn es um Thema Schuhe, Stiefel, Taschen und so weiter geht. Die Eva wird jetzt gleich mal sagen, was es alles so Neues gibt heuer. Ja, also bin ich jetzt die neue Kollektion eingetroffen. Sehr viele neue Stiefel, Stiefletten, Boots, alles, was das Herz von der Dame begehrt, natürlich auch viele Taschen, Kinderschuhe und natürlich die Herren. Ja, ich habe schon mal einen recht an schnittigen Schuh gefunden und wer weiß, vielleicht wird das ja der Hochzeitsschuh von mir. Fredi, das sind die typischen Klassiker, die wir immer da haben. Aber ich glaube, du brauchst zuerst einmal einen Winterschuh. Thema Winterschuhe, was gibt es da gerade speziell zu den Winterschuhen? Also im Winter gibt es eigentlich von hoch bis nieder, wasserdicht sowieso, braucht man bei uns. Und ich würde sagen, am allerbesten ist, wenn es alle vorbeikommt, weil momentan haben wir noch die Auswahl. Naja, wer weiß, wenn es alle Größen gibt, vielleicht wird das doch mal ein Hochzeitsschuh. Und für uns ganz kleine Mäuse gibt es natürlich passend die Mickey Maus. Noch hat er geschlossen, aber das Warten hat bald ein Ende. Unser Deliwell Shop im Obergeschoss eröffnet am 18.09.2014 seine Tore wieder und zwar unter neuer Führung. Und da bin ich mir sicher, da können wir uns beim Deliwell Shop sicher wieder auf die neuesten Trends in Sachen Mode freuen. Und Mädels, aufgepasst, wenn es noch eine fesche Haarfrisur braucht für das Oktoberfest, unser Roma Friseurbedarf im ersten Obergeschoss ist die richtige Anlaufstelle dafür. An beiden Tagen, am Freitag 26. und Samstag 27. September von jeweils 11 bis 20 Uhr, servieren unsere langjährigen Partner hier neben mir in gewohnter Weise die Köstlichkeiten und ich fackel nicht lange und gebe gleich mal den Gerry da das Zepter in die Hand. Ja, grüß euch. Unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Es ist schon wieder ein Jahr rum und wir stehen schon wieder in die Startlöcher vom Oktoberfest vom Intercenter 2014. Ja, wir, das sind die Sommerschenke, Michael Sommerschenke und Gerrys Papp, kredenzen eigentlich wieder das süffige Paulaner Wiesenbier. Nachdem ja die Sturmzeit so richtig ungelaufen ist, haben wir auch einen frischen Sturm da, ein gutes Weindl, Schnapseln, Safteln jede Menge für die Kinder und fürs leibliche Wohl ist die Sabine zuständig. Ja, hallo, grüß euch. Ja, wir haben in alter Weise immer unsere Händel vom Grill, da sind wir ja bekannt. Bratwürst rote, Bratwürst weiße, Weißwürst, Münchner Weißwürst, diesmal von einem ganz guten Metzger. Und ganz was Besonderes, heuer haben wir auch etwas für die Vegetarier. Ein Ofenkartoffel vom heimischen Bauern mit einem selber gemachten Kräuter-Sauerrahm-Dip. Ich hoffe, dass ihr kommt und dass es euch schmeckt. Und wir hoffen natürlich, dass der Wettergott auch mit dort. Da bleibt mir nicht viel zu sagen, außer dass ich mich ganz brutal auf einen frischen Schweinsbraten freue. Im Festzelt bei uns auch, wenn das Wetter nicht so schön ist. So René, jetzt würde ich sagen, spielen Sie mal eins. Ja, trink mal einen Schluck. Ortsabtisch. Ortsabtisch. Danke, Gary. Ja, Prost noch. Prost, zum Wohle. Prost, zum Wohle. Ist schon gut, gell? Ach so, ein Paulaner. Mit dem Schweinsbraten und so, weil das ja, haben wir. Mit dem Schweinsbraten. Ja, liebe Zuseherinnen und Zuseher, rund um die Uhr wird schon abgebaut, dass es unten zum Festzelt, das ist mein Bier, dass es zum Festzelt wieder alles miteinander daheim am 26. und 27. September. Schaut vorbei, es wird sicherlich wieder eine bärige Fete mit die Alpenpreis-Tirol am Freitag von 14 bis 18 Uhr und am zweiten Tag mit dem offiziellen Bieranstich durch den Bürgermeister, dem Herting Christian. Dann die Musikkapelle Stamms macht einen Einmarsch und spielt uns dann ein Platzkonzert auf.
Und danach die Stuhr Huberjackelbuben werden wieder das Tanzbein zum Schwingen bringen. Schaut's vorbei, wie gesagt, es würde mich freuen. Somit bleibt mir noch zum Sagen, bis bald im Intercenter Delfs. Alles Gute fürs Oberland. Was tust du nur so am 26., 27.? Ich gehe ins Intercenter.